So, willkommen zurück zu Let's Play Anstoß 3 mit Werder Bremen. Ich starte jetzt den zweiten Part. Es ist sehr angenehm für ein Let's Play, dass man hier so viele Speicherstände anlegen kann, wie man will, weil man ja öfters mal eine Aufnahme versemmelt. Ich hoffe mal, dass das eher selten hier vorkommen wird. Aber sehr Let's Play-freundliche Oberfläche hier. So, dann machen wir mal weiter in der Saisonvorbereitung. Kannst ja kaum erwarten, dass die Saison anfängt. So, in dieser Woche steht an ein Jugendtag, italienisch essen gehen und ein Freundschaftsspiel gegen unsere zweite Mannschaft. Da wollen wir doch mal schauen. Leider ist Ihnen bei Ihrem Jugendtag kein Talent besonders aufgefallen. Kein Talent, ist auch eine sehr gute Band übrigens. So, das Essen beim Italiener war wie immer sehr lecker. Außerdem vertragen sich Cimo Röcker und Felix Kroos wieder. Gut, gut. So, Transfers werde ich nicht vornehmen. Achso, das Spiel gegen Werder 2 ist jetzt heute, glaube ich. Jawohl, außerdem haben wir das Fanclub-Treffen in dieser Woche. So, ich muss jetzt improvisieren auf den Außenverteidigerpositionen. Ja, was heißt improvisieren? Schmitz und Fritz spielen dann halt. Das Tag-Team, von den Namen her sehr passend. Aber die Bank wird dann ein bisschen dünn. Wobei die Sperre von Ignowski zählt, glaube ich, in der Bundesliga. In den Freundschaftsspielen darf ich ihn einsetzen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn für diese Blödheit nicht erstmal rauswerfe. Damit ich ein Backup in den Ligaspielen habe. Nämlich den Florian Hartherz doch mal. So. Ja, nee, hier ist er jetzt nämlich doch gesperrt. So, dann fangen wir doch mal an. Schauen wir doch mal, was wir gegen unsere zweite Mannschaft so auf die Kette bekommen. Da direkt das 1-0 für uns durch ein Eigentor von Clemens Schopenhauer. Werder, Spieler trifft für Werder. Aber es ist trotzdem ein Eigentor. Verrückt. Wer spielt denn so bei unserer zweiten Mannschaft? Ja, Schopenhauer, der das Eigentor geschossen hat. Hernandez, Wegner, Stallborn, Wurz. Und die anderen. So, ansonsten passiert hier relativ wenig. Wir gehen mit einem 1-0 in die Halbzeitpause. 13-0 nach Chancen für uns. Ich wechsle jetzt wieder munter durch. Wolf rein. Hartherz für Schmitz. Aaron Hunt für Mehmet Ekici, Niklas Füllkrug für Marko Arnautovic, Josef Akpala für El Giro Ilia, Philipp Barkfrede für Slatko Janusovic und Lukimia für Brödel. Mannschaft soll konzentriert so weiterspielen, sage ich mal. Ja, das geht doch. Genauso weitermachen. Genauso weitermachen. Ja, das ist übertrieben, weil ja, es sollte eigentlich schon eine höhere Führung möglich sein gegen doch eine deutlich schwächere Mannschaft. Und da ist auch das 2-0 von De Bruyne und das 3-0 von Aaron Hunt nach Vorarbeit von Sokratis. Beide Tore wurden uns hier nicht im Detail beschrieben, aber jetzt haben wir hier mal einen längeren Textblock. Ich denke, das ist auch angenehm so, dass man nicht mal so viel lesen muss. So. Ja, Sokratis ganz souverän in der Abwehr gegen Kobylanski. 3-0. Das wäre unser erster Testspielsieg in dieser Vorbereitung. Im dritten Spiel. De Bruyne haut den Ball in die Mauer. Aber das hier war auch absoluter Pflichtsieg. Ich denke aber nicht, dass wir hier in der knappen Viertelstunde das Spiel noch aus der Hand geben. Das wäre eine Sensation. So. Wurz in der Offensive geht an Hartherz vorbei. Hartherz, der eigentlich auch zur zweiten Mannschaft ein Stück weit gehört. In der Realität zumindest. Spielt ja in dieser Saison in der Realität nicht so die Rolle bislang. Ja. Clemens Fritz kann den Zweikampf für sich entscheiden. Ja, Werder 2 will noch den Ehrentreffer erzielen. Füllkrug. Jetzt nicht schon wieder eine rote Karte oder sowas. Ah, nur eine Ermahnung. Füllkrug hat da ein bisschen rumgeholzt. Jetzt der direkte Freistoß für Werder 2. Sandro Stallbaum läuft an. Aber der Keeper Wolf hat den Ball. Ah. Was rede ich hier? Lässiger, wollte ich sagen. Lässiger 3-0-Sieg für Werder Bremen 1. Die Fans haben vor dem ersten Spieltag noch nichts zu kritisieren. Ich
Ich hoffe mal, das wird auch im Laufe der Saison so bleiben, dass sie nichts zu kritisieren haben an meiner Manager-Tätigkeit. So, wir nähern uns dem ersten Spieltag gegen den BVB. Jetzt spielen wir gegen meine Heimatmannschaft, den SC Paderborn. Außerdem haben wir ein Vereinsfest und danach geht's ins Trainingslager. Da, ja. So, gegen den SCP spielen wir auch wieder mit derselben Startformation. Das sollte doch ein Sieg auch machbar sein. Daniel Brückner kontrolliert das Leder. Manuel Zeitz spielt den Ball nach rechts außen. Philipp Hofmann, ausgeliehen von Schalke 04, läuft in Richtung Grundlinie und flankt in den Strafraum. Dafür wäre er ja eigentlich eher der Abnehmer mit seiner riesigen Statur. Der Ball ist auf der anderen Seite und Dennis Naki, die Neuverpflichtung vom FC St. Pauli, flankt auch. Und der Ball landet schon wieder auf dem anderen Flügel. Das macht jetzt keinen... Ja, Naki rennt direkt rüber und holt sich den Ball. Ne, Brückner hat ihn jetzt. Ball ist in der Mitte. Zeitz lässt Ekichi aussteigen. Die schlagen hier die Bälle immer auf die Flügel und es passiert aber nicht viel. Und dann eine Fehlentscheidung vom Linienrichter. Er hat da Abseits gesehen, obwohl es kein Abseits war. Pech für den SC Paderborn, der sich hier bislang gut präsentiert. Mehr lässt hier Schmitz schlecht aussehen im Zweikampf. Elgiro Elia mit der gelben Karte hier. Und Schmitz haut einfach mal drauf und holt einen Eckball raus. Parade von Lukas Kruse hier. Eckball jetzt mehr mit Ekichi. Schlägt den Ball in die Strafraummitte und es kommt keiner dran. Immer noch 0:0 nach einer halben Stunde jetzt hier. Und passiert hier noch was vor dem Pausentee? Eigentor von Prödel. Im letzten Spiel haben wir ein Eigentor für uns bekommen. Also hat der Gegner ein Eigentor erzielt, jetzt hier Prödel mit dem Eigentor. Ich nehme ihn aber deshalb nicht raus. Er soll die Chance haben, das wieder gut zu machen. Sokratis geht raus. Wolf kommt rein. Aaron Hunt spielt diesmal auf der linken Seite für De Bruyne. Akpala kommt für Elia rein, nicht dass er auch noch rot sieht. Hartherz kommt für Clemens Fritz. Aber auf links, auf rechts kann er nicht wirklich spielen. Dann geht er halt auf links. Aber Schmitz kann auch nicht auf rechts spielen. Scheiße. Hab hier irgendeinen Rechtsverteidiger noch? Shit. Kann ich Fritz wieder reinnehmen? Ich glaube nicht. Fuck. Dann spielt Bargfrede mal. Ausnahmsweise Rechtsverteidiger. Und Niklas Füllkrug kommt für Nils Petersen. So. Ich treibe die Spieler an. Weil verlieren gegen eine Zweitligamannschaft, das ist nicht unser Anspruch. Auch nicht in einem Testspiel. Jens Wemmer in Richtung Eckfahne. Hofmann, Wemmer und zurück zum Mittelkreis. Dann Diego Demme und Manuel Zeitz, Thomas Bertels. Und schon wieder sieht der Linienrichter abseits, wo es keins ist. Also die Paderborner haben hier guten Grund, sich zu beschweren. Aber sie führen ja immer noch. Jetzt Kopfball von Akpala und Kruso sorgt dafür, dass es wieder einen Eckball für Werder Bremen gibt. Ekichi wird versuchen, hier einen Assist beizusteuern, aber Manuel Zeitz klärt. Gelbe Karte für Asani, Lukimia. Und wieder der SCP im Vorwärtsgang hier. Aber da mangelt es auch ein Stück weit an Präzision. Alba mehr. Jens Wemmer. Viel Text und wenig passiert. Ah doch, jetzt Brückner im Strafraum. Bertels. Flanke in den Strafraum. Kopfball Brückner und daneben. Das war jetzt eine Menge Text. Aber es war auch eine gute Chance dann am Ende. So, Werder, jetzt macht doch mal was hier. Zumindest den Ausgleich. Viertelstunde haben wir noch circa. Füllkrug verlängert den Ball nach Einwurf von Junusovic und der Ball ist im Aus. Kann es doch nicht sein, dass wir hier zum zweiten Mal gegen den Zweitligisten verlieren in der Vorbereitung. Das passiert zwar in der Realität auch oft, weil der Zweitligist dann
motiviert herangeht, aber naja, dafür war das Vereinsfest ein voller Erfolg. Die Stimmung hat sich verbessert. Trotzdem hier deutliches Vertrauen seitens der Vereinsführung, 90%. Hier die Champions League Quali, die überspringe ich mal. Die findet auch, glaube ich, noch nach dem alten Modus statt. Ich weiß gar nicht, mittlerweile dürfte der anders aussehen. Liga-Pokal gibt es hier auch noch. Okay, gibt es in echt, glaube ich, auch noch, aber es hat, glaube ich, an Stellenwert verloren. So, Jens Richter rückt als neuer Spieler in ihre Jugendmannschaft auf. Dann mal herzlich willkommen. Im Ligapokal-Halbfinale trifft Schalke auf Dortmund. Oh, das ist natürlich ein brisantes Spiel. Und Leverkusen auf Bayern München. Oh, Lokimia ist auf der Transferliste. Den haben wir doch in der Sommerpause quasi erst selbst verpflichtet. Aber wie gesagt, diese selbst editierten Daten, da können mal Fehler dabei sein. So, aber ich werde ihn halten, weil Lokimia ist mein dritter Innenverteidiger quasi. Aber nicht quasi, ja, er ist es. Und dann werde ich den auch nicht abgeben. So. Es sei denn, da wird sehr viel Geld geboten. Jetzt spielen wir gegen Braunschweig. Verlieren wir jetzt zum dritten Mal gegen den Zweitligisten oder. Aber wir wechseln ja auch immer eine Halbzeit siebenmal durch. Das kommt natürlich auch dazu. Das macht der Zweitligist ja wahrscheinlich eher selten. Aber trotzdem wollen wir jetzt mal hier einen Sieg holen. So. Nach einer Viertelstunde ist noch nichts Nennenswertes passiert hier. Da ein Eckball für Braunschweig in der 22. Minute. Kevin Kratz flankt den Ball in den Strafraum. Keiner kommt heran und der Ball landet im Seitenhaus. 2 Minuten später Eckball für Werder Bremen. Ekichi legt sich den Ball zurecht, flankt hoch in den Strafraum. Und da kommt auch keiner dran und er landet auch im Seitenhaus. Also mangelnde Präzision auf beiden Seiten hier. Und dann Lukas Schmitz mit der Führung nach Vorlage von Nils Petersen. Das sieht doch schon mal gut aus. Und mit der Führung gehen wir auch in die Pause. Sehr wenig Torchancen, wie man hier sieht. Nur 2 zu 0 Chancen für uns. Also Braunschweig dagegen nicht wirklich was. Also Lokimia kommt für Prödel. Wolf kommt für Militz. Barkfrede für Junusovic. Füllkrug kommt für Elia. Akpala kommt für Petersen. Hartherz kommt für Schmitz, auch wenn er das Tor geschossen hat. Und Aaron Hunt kommt für Marko Arnautovic diesmal. Jetzt darf er wechselt mal die Seiten mit Kevin De Bruyne. So. Konzentriert weiter so, sage ich meiner Mannschaft. Gelbe Karte für Barkfrede. Dominik Kumbela an der Strafraumecke. Der Goalgetter schlechthin in der zweiten Liga. Einer der Top-Torjäger dort. Aber hier läuft es bislang nicht. Eckball für Braunschweig. Kratz auf Ademi. Und da ist das Tor. 1 zu 1 von Cheng Dong Zhang. Und direkt 1 Minute später die Führung für Braunschweig. Kevin Kratz mit dem 2 zu 1. Da dreht sich das Spiel innerhalb von 8 Minuten in der zweiten Halbzeit. Gut, Werder hat extrem durchgewechselt. Da ist wahrscheinlich viel an Spielfluss dann rausgenommen worden und dann eingespielt halt. Wobei diese Formation ja in den zweiten Halbzeiten oft zusammenspielt. Und dann verlieren wir schon wieder 3 Spiele gegen Zweitligisten und 3 Niederlagen. Wir verlieren gegen Braunschweig, wir verlieren gegen Paderborn und wir verlieren gegen den FSV Frankfurt. Naja, solange das dann in der Saison anders läuft, muss das jetzt noch nicht viel bedeuten. So, in einem Trainingsspielchen geht es voll zur Sache. Die unglaublichsten Kombinationen gelingen und am Ende steht es 4 zu 4. Alle sind zufrieden und die Stimmung steigt um einen Punkt. Die Stimmung ist trotzdem blendend bei Werder. Und im Training geht es heiß zur Sache. So, wie sieht es denn aus? In der Champions League Quali. Schalke setzt sich durch, ist eine Runde weiter und Gladbach ebenfalls. Ne, sie sind jetzt schon in der Gruppenphase. Das ist jetzt hier noch der ganz alte Modus. Da kommt, glaube ich, noch eine zweite Gruppenphase, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Als Borussia Dortmund spielt gegen Atletico Madrid, gegen PSV Eindhoven und gegen Cluj. Schalke hat Lazio, Paris Saint-Germain und Red Bull Salzburg in der Gruppe. FC Bayern spielt gegen Athletic Bilbao, Sporting Lissabon und den FC Nitra. Und Borussia Mönchengladbach spielt gegen Olympique Lyon, Panathinaikos Athen und Rubin Kazan.
4 deutsche Vertreter in der Champions League. Oh, hier an Leukemia sind etliche Vereine interessiert. Vor allem viele deutsche Vereine, aber auch aus dem Ausland. Ich weiß nicht, welches Land das war. Sah mir, glaube ich, nach einem schottischen Verein aus. Aber ich will Leukemia halten. Da gehe ich jetzt halt auch mit dem Gehalt hoch. Gucken, ob ich die hier ausstechen kann. Einfach mal viel mehr biete. 4 Jahre, da gehe ich doch mit. Hibernian FC, welches Land ist das? FSV Frankfurt ist dabei, Eintracht Braunschweig, FC Augsburg. Das war immer eine Macke, fand ich bei dem Spiel, dass hier teilweise Angebote, die fand ich jetzt eigentlich schlechter sind als meins, hier trotzdem als besseres Angebot gelten. Okay, die bieten ihm hier, dass sein Vertrag nur für die erste Liga gilt. Das kann ich ihm aber auch bieten. Packe ich mal noch 25.000 Grundgehalt drauf, noch ein bisschen Auflaufprämie, bisschen Torprämie. Oh, ja, aber da ist das Geld aber wert. Ach so, das sind schon die richtigen Daten. Er hat Vertrag bis zum Sommer, aber sie wollen halt mir eine Ablöse zahlen. Ist halt, wenn ich jetzt hier überboten werde und ihn dann aber trotzdem nicht gehen lasse, dann ist er halt unzufrieden. Aber ich will es erst gar nicht so weit kommen lassen. Leukemia ist das Geld wert. Und es steigen immer mehr Vereine aus den Verhandlungen raus. Er verdient jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel er vorher hatte. Vorher hatte er, glaube ich, nur 86.000 Grundgehalt. Jetzt hat er über 200, verdreifacht hier sein Gehalt quasi fast. Ja, und er bleibt. Asani Leukemia bleibt damit zu neuen Konditionen bei seinem alten Verein. Dann ist der Spieler zufrieden. Und ich halte ihn. So, jetzt spielen wir gegen Holstein Kiel. Zumindest hier gegen den Drittligist mal wieder ein Erfolgserlebnis. Immer hier. Gegen Düsseldorf haben wir unentschieden gespielt, aber gegen den Zweitligisten haben wir immer verkackt. Ikichi kommt frei zum Schuss und trifft nach Vorarbeit von Slatko Junosovic. Prödel holt sich wieder eine relativ unnötige gelbe Karte ab wegen Meckerns. Schmitz wegen einer Schwalbe, noch unnötiger eigentlich. Und passiert hier noch was vor der Halbzeitpause? Eckball für Holstein Kiel. Siedschlag, scharfe Hereingabe. Und der Ball geht vorbei. 1:0 für Werner Bremen gegen Holzbein Kiel, die sich für dieses Spiel qualifiziert haben, indem sie den ersten FC Süderbrarup besiegten. So. 1:0, aber ich wechsle wieder durch. Wolf. Hartherz für Schmitz, der hat nämlich gelb gesehen. Oh. Füllkrug für Arnautovic. Aaron Hunt für De Bruyne. Barkfrede wie immer für Junosovic. Leukemia für Prödel. Und Akpala für Elia. So, konzentriert weiter so. Wir führen. Aber das haben wir gegen Braunschweig auch gemacht. Und da war die Führung auch nach 8 Minuten wieder weg in der zweiten Halbzeit. Das ist jetzt schon mal nicht der Fall. In der 53. gibt es jetzt einen Eckball für uns. Ikichi, der das Tor geschossen hat, will jetzt noch gerne Vorlage liefern, aber die Ecke war jetzt nix. Da passiert jetzt erstmal eine Weile nicht viel. Doch, dann Sokrates mit dem 2:0. Das könnte es doch schon gewesen sein. Gegen den Drittligisten sollte hier nichts mehr anbrennen. Holstein Kiel, erzielen sie noch den Ehrentreffer? Nein, von den 2:0 gegen Werder. Das sieht doch schon mal besser aus. So, ich denke, die nächste Woche simuliere ich noch und dann beende ich Part 2. Dann geht es in Part 3 dann wohl mal endlich in die richtige Saison. Ligapokal. Schalke besiegt Dortmund. Ist im Finale. Und trifft dort auf Leverkusen, die den FC Bayern eliminieren. So, Euroleague Quali. Ist kein deutscher Verein dabei. Die kommen erst in den weiteren Runden. Autosave wird durchgeführt. Ah ne, jetzt kommt schon der erste Spieltag. Komm, dann mache ich das jetzt noch. Den kann ich euch noch liefern. So. Ah, das Stärkenverhältnis ist schon eindeutig. Dortmund wesentlich stärker als Werder. Bayer Leverkusen gewinnt den Ligapokal. Ja. Vizekusen gewinnt den Titel. So. Mit der Startformation bin ich hier immer begonnen. Das werde ich jetzt auch nicht ändern. Weiß auch nicht, welcher Spieler von der Bank sich hier empfohlen haben könnte.
gucken, mit wem Dortmund denn hier spielt. Mache ich denn hier die Gegenüberstellung? Hier? Nee. Irgendwie kann ich mir doch die Aufstellung... Hier war das, genau. Dortmund spielt mit Weidenfeller, Schmelzer, Subotic, Hummels, Piszczek, Gündogan, Großkreuz, Kuba, Götze, Lewandowski und Reus. Die sind schon... Vom Stärkeverhältnis ist das 110,3 für Dortmund und 88,6 für Werder Bremen. Hat Dortmund mehr als 20 Punkte mehr. Also wir gehen als Außenseiter in das Spiel. Und wir spielen ja auch, glaube ich, auswärts. Ja. Also mit einem Punkt wäre ich da schon zufrieden. Deswegen jetzt meine Ansprache. Ein Unentschieden genügt heute. Nein. Abwehrarbeit hat Vorrang. Das passt ja jetzt nicht so zu der Werder-Mentalität. Was sage ich denn jetzt mal? Also ich will nicht sagen, dass die Abwehrarbeit Vorrang hat. Ach, wir gehen jetzt einfach mal... Ich gebe Ihnen eine Taktik mit auf den Weg, so. Ich habe mir für diesen Gegner... Aber die Taktik verrate ich nicht. Ausgedacht. Einige Spieler können sich das Lachen nicht verkneifen. Na dann. So. Der Promi-Tipp, Günther Netzer-Tipp, 2:1 für den BVB. Kein unrealistischer Tipp, ehrlich gesagt. Götze lässt Ikichi mit einer einfachen Körpertäuschung aussteigen, kommt frei zum Schuss und schießt 2 Meter daneben. Puh, das hätte ja schon mal böse anfangen können für den SV Werder Bremen hier. Nach einer Viertelstunde steht es noch 0:0. Und nach einer halben Stunde vielleicht, weiß ich nicht, Piszczek in der 30. Minute nimmt den Ball mit, dreht sich nach rechts, spielt den Ball auf den Flügel. Reus bringt den Ball unter Kontrolle und zieht eine scharfe Flanke in den Strafraum. Der Ball landet auf dem gegenüberliegenden Flügel. Lewandowski nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken, flankt in den Strafraum. Und jetzt ist der Ball auf der anderen Seite. Ach, nichts bei rumgekommen, das war nicht wirklich präzise. Eckball für den BVB. Piszczek führt die Ecke aus, puppelt kurz in der Nase, schlägt den Ball in den Strafraum. Kopfballduell vor dem Tor. Lewandowski überspringt die ganze Hintermannschaft, wird von Prödel umgestoßen und das gibt wahrscheinlich Elfmeter. Nein, der Ball ist im Tor aus. Das wäre ein Elfmeter wahrscheinlich gewesen, aber der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Müssen wir gleich schauen, wer hier Schiedsrichter ist. 0:0 zur Pause, 3:2 Torchancen für den BVB. Die von Werder wurden jetzt hier nicht beschrieben. So, jetzt wechsle ich jetzt aber mal nicht zur Halbzeit. Und ich sag den Spielern, konzentriert weiter so, denn unzufrieden kann ich nicht sein. Weiter so! Wer Schiri ist, werde ich mal nach dem Spiel sehen. So, 60. Minute, Marcel Schmelzer nimmt den Ball mit, zieht in die Mitte und geht in den Strafraum. Wird von Schmitz bedrängt. Aber Schmelzer kann Schmitz abschütteln. Aber der Pass auf Lewandowski ist zu genau. Und da macht Ilkay Gündogan eine Minute später nach Vorarbeit von jenem Marcel Schmelzer das 1:0 für den BVB. Und da müssen wir jetzt reagieren. Die Spieler haben zwar durch die Bank ganz ansprechende Noten oder durchschnittliche Noten zumindest, größtenteils, aber muss jetzt 20 Minuten vor Schluss noch ein bisschen frischen Wind reinbringen. Leukemia wollte ich schon sagen. Doch, Leukemia. Akpala kommt für Elia und Bargfrede, nein, ich bin jetzt völlig durcheinander, sag hier die falschen Namen. Was mach ich denn? Füllkrug für Arnautovic, so, eine Option lasse ich mir noch offen. Gucken, ob hier was geht. Ach, 10 Minuten, 83. Minute, da wechsle ich jetzt noch ein drittes Mal. Und bringe Aaron Hunt für Zlatko Junusovic. De Bruyne geht auf die 6er-Position. Hunt geht in die Raute nach links. So, jetzt macht was, Jungs. Gelbe Karte für Subotic. Aber Dortmund trotzdem im Vorwärtsmarsch. Götze. Aber der Ball geht ins Aus. Aber Schmelzer macht das 2:0 und dann... Dürfte da, nein, ich wollte gerade sagen, dann dürfte es gegessen sein. Sokratis direkt mit dem Anschlusstreffer danach. Und das Spiel endet 2:1. Da hat Günther Netzer dann recht gehabt. Ja.
über 80.000 Zuschauer haben dieses Spiel gesehen. Ah, es war ein Elfmeter von Sokratis. Zwei Tore in der 87. Minute. Das Spiel bekommt die Note 4. Es ging so. Sokratis war bei mir der beste Mann, bekommt die Note 2. Der Rest war eher so 3 bis 4. Nach dem ersten Spieltag Bayer Leverkusen, die Gewinner des Ligapokals, sind auf der 1. Ich sehe gerade, das Video geht jetzt schon über 25 Minuten, aber den ersten Spieltag wollte ich jetzt hier mal mitnehmen. So, die Ergebnisse des ersten Spieltags. Dortmund besiegt Bremen 2:1. Gladbach besiegt Hoffenheim mit 1:0. Freiburg besiegt Mainz mit 2:0. HSV und Nürnberg trennen sich torlos. Kräuter Fürth verliert zu Hause 2:4 gegen den FC Bayern. Hannover und Schalke trennen sich ebenfalls torlos. Stuttgart und Wolfsburg spielen 1:1 unentschieden. Augsburg verliert zu Hause 0:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Und die Eintracht aus Frankfurt verliert zu Hause 0:4 gegen Bayer 04 Leverkusen. Werder Bremen damit nach dem ersten Spieltag auf dem 13. Platz. Ich glaube, auf dem Platz sind sie ja in echt aktuell auch. Mario Mandzukic, der einzige Spieler, der mehr als ein Tor geschossen hat am ersten Spieltag, hat auch 3 Scorerpunkte. Hier die 11 des Tages. Mit einem ganzen Leverkusen-Block hier. Leno, Toprak, Wollscheid. Hier sieht man, wie oldschool das Spiel ist. Es ist, sehe ich hier etwa ein Libero. Die 11 des Tages ist mit Libero. Ja, in der Abwehr hier Cirundolo, Wollscheid, Ginter, Schmelzer und Toprak. Ich weiß ja nicht, ob die jede Woche als Libero. Ja, muss ich schon lachen, weil Libero, den hat man ja, glaube ich, in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren kaum noch gesehen im deutschen Fußball oder generell im Profifußball. So, vorne haben wir Mandzukic und Ribéry, Castro, Hegler und Schürrle. Oh. Pavlovic, der ist eigentlich erst im Winter gekommen. Ist jetzt hier bei uns aber auch von Anfang an dabei. So, wir spielen jetzt gegen den HSV, aber ich speichere jetzt nochmal einen neuen Spielstand, falls die Aufnahme hier nichts wurde. So, dann sehen wir uns im dritten Teil. Ja, gut.